Moin Leute! Am heutigen Tag schlüpfen wir in das Leben eines Spieleentwicklers. Und zwar beim Game Dev Live Simulator. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Das komplette Leben wird irgendwie nacherlebt. Das ist meine Wohnung. Ah! Ja, schön! Ja, ich mache erstmal ein bisschen den Müll weg. Warte mal, den packe ich draußen hin. Zack. So, was haben wir hier? Oh, eine Maus, ein PC. Ich mache hier erstmal, das kommt zur Seite. Junge, wer braucht denn einen Kaktus? Ja, der kommt dahin. So, hier kommt jetzt mein Arbeitsplatz hin. Dann Computer. Oh, Alter. Ist das ein geiler PC? Oh ja, guck mal, sieht aber ganz gut aus. Dann Tastatur. Eine alte Maus. Ja, besser. Oh, Junge. Kennen die meisten gar nicht mehr, diese dicken Monitore. Mittlerweile ist ein Monitor ja nur noch so dünn. Ah ja, eine Festplatte? Ey, wo kommt denn die Festplatte hin? Die kommt doch in den PC, oder nicht? Hallo? Ah ja, habe ich eingebaut in den PC. Grafikkarte. Zack, fertig! Sie können neue Aufgaben im Telefon finden. Ah ja, jetzt müssen wir unser erstes Spiel erstellen. Das mache ich. Ach, guck mal hier. Junge. Das ist ein richtig schönes Bett. Alter, in wie vielen Stock lebe ich? Ich wohne in so einem Hochhaus. Was ist hier? Ich habe noch eine Küche. Junge, das ist eigentlich voll die geile Wohnung, wenn sie nicht so ranzig wäre. Das Bär, also das Badezimmer sieht geil aus. Hier, mach mal. Oh ja, schön in die Toilette reingekackt. Das mache ich immer gern. So, dann lass uns jetzt mal ein Spiel programmieren. Mein erstes Projekt ist Freedom. Angelehnt an Minecraft Freedom. Ein Projekt, was in meinem Herzen drin ist. Ah ja, wir brauchen eine Welt. Die müssen wir jetzt importieren. Wir haben 1500 Dollar oder so. Ja, wir nehmen das Billigste. Wir machen ein Labyrinth-Game. So, das habe ich jetzt gekauft. Dann brauchen wir noch Skins. Ja, wir kaufen Max. So, Max ist gekauft. Ich glaube, man muss die Sachen hier einfach immer dann nur verbinden. Wir brauchen jetzt noch Post-Processing. Super. Main-Menu. Oh, das sieht aus wie Minecraft. Als ob, jetzt können wir... Alter. Wir haben unser eigenes Spiel. Guck mal, hier steht Freedom. Neues Spiel. Jetzt spiele ich ein Spiel im Spiel. Finde einen Ausweg. Ja, den finde ich jetzt. Guck mal, wir werden jetzt schön das Spiel testen. Oh Mann, das macht so viel Spaß. Dieses schöne Labyrinth. Ich liebe Labyrinth-Spiele. Ich muss zugeben, ich bin nicht so der größte Fan von Games, wo man so durch Labyrinthe laufen muss. Das liegt aber auch daran, weil ich manchmal so ein Spatzengehirn habe. Der sich nicht sozusagen merken kann, wo er schon überall war. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich hab's geschafft. Hier ist der Weg nach oben. Alter, ich bin der schlauste Mensch der Welt. Freedom. Danke fürs Spielen. Alter, wir haben's mega getestet. Exit. Super Game. Das wird veröffentlicht. Dein Spitzname? Paluten. Spielbeschreibung? Laufe durch das epische Freedom. Ah, nee, wir nennen das Irrgarten. Laufe durch den epischen Freedom. Irrgarten? Der Verrücktheit. Wow. Ja, finde ich gut. So, wir haben es jetzt auf Steam hochgeladen. Unser erstes Spiel Freedom. Sehr gut. Und wir haben 3 Sterne bekommen. Du hast lange nichts gegessen. Die Ernährung beeinflusst den Atemgeruch. Das stimmt, Alter. Wenn du... Oh ja. Wenn man lange nichts gegessen hat. Ja, ich esse hier so einen Kuchen. Alter, Vanillekuchen. Ah, unten links sehen wir. Wir brauchen, glaube ich, wir schlafen mal eine Runde. Oh, wer hat da gerülpst? Wer war das? Mini-Paluten? So, Telefon. Putze den Boden. Warum muss ich denn jetzt... Sag mal, ich bin doch jetzt weltbekannter Spieleentwickler. Nimm einen Eimer mit Wasser holen. Den muss ich jetzt voll füllen. Wie fülle ich den voll hier? Nee. Scheiße, jetzt habe ich die Küche. Nein! Nein. Okay, alles easy. Wasser in einen Eimer holen. Ja, wie mache ich denn... Ach, da unten. Okay, chillig. So, Mob. Dann mache ich jetzt interagieren. Oh ja, der wird reingesteckt. Ja, aber so ist das Real Life nun mal, Leute. Freut euch noch, wenn ihr jetzt schön zu Hause wohnt. Dann macht Mutti oder Papi noch alles schön sauber. Du hast lange nichts gegessen. Hä, ich habe doch gerade was gegessen. Da, hier, lecker. Mm. Warum kann ich das Vergammelte nicht essen? Ist hier was drin? Oh ja. Donut. So, Kuchen. Wunderbar. Ich putze jetzt noch ein bisschen. Auf jeden Fall, ja, genießt das noch. Junge, wenn ihr selber eure Wohnung aufräumen müsst,
So, und nein, ich habe aktuell habe ich keine Reinigungsfachkraft. In Köln hatte ich eine. Wie viel Geld habe ich denn jetzt gemacht? Wie sieht denn das aus? Wo ist der Money Mucho? Verkaufsplan. Habe ich schon was verkauft? Ich hab noch nichts verkauft. Das ist meine Seite. Da, ich habe doch hier Reviews. Das Spiel ist schön gemacht. Das ist für mich die Hauptsache. Die Leute müssen es doch schon gekauft haben. Da, 27 Verkäufe. Junge, was? Das ist ja mega geil. Jetzt mal ohne Witz. So, was sind denn die Aufgaben? Putze den Boden, Erstellung des ersten Spiels, Computer mal, Handel mit Kryptowährung. Müll aus dem Fenster werfen. Jo, das mache ich. Mach mal auf. Zack. Das ist geil. Junge, nimm den Müll und schmeiß den einfach aus dem Fenster, Junge. Wen juckt's? Ja, warte. Ich muss Anlauf nehmen. Mann, ich schaff's nicht. Das ist nicht so einfach, den aus dem Fenster zu werfen. Kann ich den irgendwie treten? Nee, ich kann auch nicht springen. Der Müll bleibt hier drin. Spielen Sie das Spiel von Smoke? Ah ja, hier können wir von Carlson, oder was? Ja, das spielen wir jetzt mal. Systemvoraussetzung nicht dafür. Wie Systemvoraussetzung? Ich habe doch einen super Computer. Was soll ich hier machen? Wand läuft. Was soll ich denn machen? Ja, hier ist ja nichts fertig. Das ist ein Müllspiel. So, Exit. Ja, ich hab das Spiel, ein Spiel, weil Smoke ist wahrscheinlich Steam. Ja, ja, das ist der Steam-Markt. Gut. Super. Vervollständige das Spiel. Warum soll ich denn deren Spiel vervollständigen? Essen kaufen. Ach so. Ah, ich kann mir Essen bestellen. Warte mal. Hier. Wunderbar. Ja, Bohnen auf Toast. $32. Eine Ofenkartoffel. Ofenkartoffel wird bestellt. Wunderbar. So, Aufgabe erfüllt. Desktop-Hintergrund ändern. Das kriege ich hin. Wallpapers. Hier, das sieht doch super aus. So. Oh, ich muss Pipi machen. Wartet. Oh, es ist doch... Ich muss doch groß. So, dann lass uns mal ein bisschen mit Krypto handeln. Oh, guck mal. Level up. Als ob. Level 2. Neue Assets verfügbar. Cool. Auch Haushalt Level up. Ja. Da seht ihr mal. Yo, what? Störung im Stromversorgungssystem. Das Netzwerk wurde auf redundante Stationen umgestellt. Was bedeutet das? Ich mach wieder... Ja, bam, Alter. So. Ist jetzt Hubby wieder in meinem Kühlschrank? Oh ja. Wunderbar. Gib schon ein paar leckere Bohnen. App-Markt. Ah, hier ist die Mining-App. Wie zahle ich denn hier Geld ein? Abheben. Hinterlegung. 100. Nee, wir machen 50. So. Und jetzt Kryptowährung abheben. Abheben. 50. Zack, Alter. $3 Gewinn gemacht. Danke. Danke, Bitcoin. Oh, guck mal. Jetzt haben wir neue Sachen. Spielförderung. Ah, wir können Werbung in das Spiel implementieren. Okay. Ja, zahlen. Jetzt habe ich irgendwas monetarisiert. Ah, ich habe 200 bekommen, oder? Das ist doch gut. Wandreparatur. Mann, warum muss ich denn meine Wand? Ist doch super. Och Mann, warum geht denn hier ständig der blöde Strom aus? Was ist denn los? Junge, das hört sich immer die ganze Zeit an, als würde ein freaking Dingens kommen. Dämon, der mich auseinanderpflückt. App Market Home Renovator. Ja, würde ich gerne einmal runterladen. Danke, Launch. Ah ja, einmal Hammer bitte. 200? Eine Lieferung ist nicht möglich. Sie können nur eine Bestellung pro Tag aufgeben. Was ist das denn für Müll? Na toll. Ja, dann mache ich jetzt Kryptokram wieder, oder was? Weil das ist das Einzige, was ich jetzt hier gerade machen kann. So, geh mal raus aus der App. Ja, ich gehe in Crypto Mining. Ich mache jetzt hier Hinterlegung. 517. Alles rein. Alles rein. Der Preis muss steigen. Der Preis steigt. Steigt der Preis? 556. 729. 700. Abheben. Alles abheben. So, ist doch jetzt, kann ich noch was abheben? Verfügbare Menge. Als ob. Junge, ich habe voll viel Plus gemacht. Mach das bloß nicht. Jetzt würde ich ganz gerne für die Wandreparatur, darf ich jetzt endlich einen Hammer kaufen? Dankeschön. Wie viel Geld mache ich eigentlich mit meinem Spiel? Ah, die Einnahmen können wir jetzt bekommen. Zack. 200. Jetzt mal ehrlich. Wie viel Geld haben wir? Wir sind echt rich. 1200 haben wir. Das finde ich eigentlich ganz geil. Weil jetzt sollten wir doch viel besser... Warte mal, wir machen ein neues Game. Das Spiel nennen wir Mini-Paluten. Zack, Alter.
So, und dann werden wir jetzt gucken, dass wir hier Nature... Oh, guck mal, wir können viel krassere Sachen kaufen, aber die sind viel zu teuer. Oh, ein epischer Dachshooter. Springe von einem Dach zum anderen und töte Feinde. Ja, finde ich gut. So, das bauen wir. So, das ist die World. Warte, hier, damit verbinden wir World mit World. Geiles Ding. Required Climbing und Double... Ja gut, das ist die Frage, ob ich das überhaupt habe. Oh, wir haben gar nicht so viel Kohle, ne? Wir haben nur noch 755. Wir müssen jetzt Low Poly Village Menu. Scheiße, ich habe, glaube ich, zu viel Geld ausgegeben. Wir kaufen aber Low Poly Human, damit wir auch was Neues haben. Weißt du, ich kann ja nicht ständig das Gleiche nehmen. Skin, Debris. Wir haben jetzt noch Post-Processing. Gut, können wir nur das Billige machen? Ah, diesmal können wir aber ein User-Interface reinballern, ne? Aber was ist das denn? Wir brauchen Climbing und Double Jump. Aber wo finde ich denn Climbing und Double Jump? Parcours? Ah ja, da. Und? Nein, mir fehlen 5 für Double Jump. Warte mal. Wir müssen mal kurz auf Steam gucken. Ja, ja. Die Einnahmen bekommen wir noch. Dann kann ich auch noch Double Jump kaufen. So, wunderbar. Dann kann ich doch jetzt das. Ja, aber wie packe ich die rein? Junge, ich habe doch jetzt Double Jump und so weiter. Wie schaffe ich das, dass das jetzt damit reinkommt? Normalerweise müsste ich doch hier... Ja, ich habe die doch gekauft! Warte mal, ich gehe mal jetzt hier so raus, damit wir mal... Ah ja, warte, hier sind Climbing und Double... Climbing auf Climbing? Ja, geil. Perfekt. Dann lass uns das mal spielen. Weil ich glaube, ich habe doch jetzt alles. Klettern Sie hoch. Oh, guck mal. Hopp. Zack. Es wird hochgeklettert und rein damit. Zack. Ey, das ist das beste Spiel ever. Also dafür würde ich mindestens 1000 Euro zahlen. Was muss ich jetzt? Oh, hier gibt's... Let's go. Bisschen Munition. Oh ja, und da sind jetzt Leute. Bam. Oh, Alter, die schießen auch auf mich. Na, warte mal. Dann. Zack. Down ist er. Zack. Oh, ein Fass. Bam. Alter, das ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe in meinem Leben. Was wollt ihr denn? Au, da unten. Ich werde hier die ganze Zeit... Ich muss nachladen. Was ist hier unten? Ich jump runter. Ah! Okay, da ist noch ein kleiner Bug. Aber super. Ja, Spiel ist getestet. Veröffentlichen. Ach so, warte, was? Aber ich hab's doch schon gespielt. Okay, warte mal. Ich nehme hier, zack, zack, zack. Stell mich hier hin. Ah ja, warte. Hier runter. Ah, guck mal hier, man muss hier auch immer längs. Ja, und jetzt? Ja, jetzt werde ich abgeballert. Zack. Hab ich's jetzt genügend getestet? Geronimo! Nein, daneben! Ich brech mir die Beine. Veröffentlichen! Ich hab das Spiel doch getestet! Spring ich halt von hier oben. Ja, ich bin drauf. So, jetzt kassierst du. Du auch. Bam. So, oh, aufpassen. Zack. Der nächste. Easy. Hier geht's weiter. Ja, Junge, so weit komme ich doch gar nicht. Au. Ich bin fast down. Der ist auch fertig. Perfekt. Ist doch nur noch der da. Hab ihn. Alle down. War. Ja, ist das beste Spiel der Welt. Leute, das war's mit dem Leben von dem Typen, der versucht, ein Videospiel zu programmieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schallert gerne ein Like rein. Hier sind jetzt noch weitere Videos, der Team Paluten-Kanal. Und danke fürs Zusehen. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.